Jesus, ich danke dir, dass du lebst und dass du erlebbar bist. Ich danke dir, dass wir uns hier versammeln dürfen und wissen dürfen, dass du uns beschenkst, weil du das vorbereitet hast. Ich danke dir, dass du aus Alten was Neues machen kannst. Ich danke dir, dass du aus Kaputtes was Schönes machen kannst. Dass du in die Welt gekommen bist für diejenigen, die Hilfe brauchen. Und ich danke dir für das, was du heute tun wirst. Für all die Wunder und für all die Zeichen, für all die Gegenwart, für all die Geschenke, die du vorbereitet hast. Und Herr, wir stehen hier und wir sagen, ja, Herr, wir wollen diese Geschenke entgegennehmen. Danke, dass du sie uns gemacht hast und dass du sie vorbereitet hast. Amen. Ich freue mich total, dass Sie da sind. Mal kurz was zu meiner Person. Ich bin der Ex-Jugendreferent dieser Gemeinde und jetzige Pastor. Und ganz am Anfang habe ich einen Wunsch. Es würde mir total helfen, wenn wir die Abmachung machen könnten, dass ich von hier vorne du sag, und wenn ich nicht mehr hier vorne stehe, dann wieder auf sie wechsel. Denn sonst besteht nämlich die Gefahr, dass ich die ganze Zeit zwischen sie und du hin und her wechsel. Und das ist irgendwie total anstrengend. Keiner ist rausgegangen, also gehe ich mal davon aus, dass die Abmachung zählt. Wenn jemand ein Problem hat, ich gebe auch gerne nachher einen Kaffee aus. Ich bin verheiratet mit einer wunderschönen Frau, die leider heute nicht da ist, da sie Krankenschwester ist und in Köln arbeitet und Schichtdienst hat. Und sie freut sich aber über das Video und über ganz viele Berichte und sie denkt an uns und das ist richtig gut. Ich weiß nicht genau, warum du heute da bist. Bei einigen weiß ich es, vor allem bei denjenigen weiß. Aber, und das ist gut, ich kann euch sagen, weshalb ich da bin. Und das will ich euch gern verraten, denn es gibt nämlich in der Bibel einen ganz, ganz wichtigen Vers. Das ist sozusagen der Auftrag, den Jesus der Gemeinde gegeben hat. Und den zeige ich euch mal. Der steht in Matthäus 28. Und da sagt Jesus, darum geht hin und machet zu Jüngern alle Völker. Taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Das sagt Jesus den Jüngern, bevor er gegangen ist. Und deshalb bin ich heute da. Ich bin heute da, um zu Jüngern zu machen. Jesus sagt ja, geht hin in alle Völker und bewegt euch. Und vielleicht habt ihr schon gemerkt, ich komme aus Sachsen. Und es ist schon ein bisschen anderes Volk wie die Bergischen. Ja? Und ich fühle mich da auch schon ein bisschen drin. Ja? Denn ich habe mich aufgemacht aus Sachsen ins Bergische, also in so ein anderes Volk. Und jetzt bin ich da und ich habe es auf dem Herzen, Jünger zu machen. Jetzt natürlich ist die Frage, was meint denn das Ganze mit Jünger machen und wer sind denn eigentlich Jünger? In der Bibel eigentlich ganz klar, Jünger sind Lernende, Studierende, die irgendeinen großen Meister, von einem großen Meister lernen wollen. Im biblischen Kontext wird es noch viel deutlicher, im Prinzip sind das Leute, die jemand nachfolgen. Die nicht nur jemand nachfolgen, jetzt wird es spannend, sondern die sogar bereit sind, ihr eigenes Leben aufzugeben, um jemand nachzufolgen. Die sich selbst weniger wichtig nehmen, als den sie nachfolgen. Das ist eine ziemlich abgefahrene Sache. Und später im Vers wird es auch deutlich, um wen es geht. Es geht nämlich um Jesus Christus. Also im Prinzip geht es in diesem Vers darum, heißt Jünger machen, Leute für Jesus zu begeistern, Leute zu Jesus zu bringen. Und die Leute werden dann Jünger, indem sie sagen, ey, Jesus ist mir wichtiger als alles andere. Und ich bin bereit, diesen Jesus nachzufolgen. Deshalb bin ich da, bis das geschieht. Ich habe aber gemerkt, wenn ich von Jesus spreche, dass es gar nicht so einfach ist. Weil es nämlich ganz verschiedene Vorstellungen über Jesus gibt. Also da gibt es zum Beispiel welche, wenn ich Jesus sage, die denken an den historischen Jesus. Ja, an diesen Jesus, der mal vor 2000 Jahren gelebt hat und wo irgendwas aufgeschrieben worden ist und der halt jetzt gestorben ist. Andere denken vielleicht an ja, einen spirituellen, guten Gedanken. Andere denken, ja, mit Jesus meint er natürlich die katholische Kirche oder die evangelische Kirche oder die Gemeinde. Also sollen wir der Gemeinde nachfolgen, sollen in die Gemeinde eintreten, was auch immer. Das ist echt schwierig. Und ich habe gedacht, bevor ich über Jesus predige und euch was von Jesus erzähle,
sage ich euch mal, wer er für mich ist. Als ich 13 Jahre alt war, habe ich es geschafft, schon mit 13 Jahren mein Leben an eine Stelle zu bringen, wo eigentlich Schluss war, Schluss gewesen wäre. Ich möchte euch mal von diesem einen Tag erzählen, damit ihr wisst, was ich meine. Stellt euch vor, die Eltern zu Hause kriegen einen Brief und sie machen diesen Brief auf und in diesem Brief steht: Liebe Frau Scholz und Herr Scholz, das waren, so heißen meine Eltern mit Nachnamen, ich heiße auch mit Nachnamen Scholz, ist logisch. Ihr Sohn kann aufgrund der schlechten schulischen Leistung nicht auf die Realschule gehen, sondern muss in die Hauptschule versetzt werden. Ist vielleicht von einigen von euch jetzt gar kein Problem. Aber das Problem ist, dass ich es gut geschafft habe, sehr, sehr lange Zeit vorher meinen Eltern das Gegenteil zu sagen, indem ich die Noten so gezeigt habe, so gefälscht habe, was auch immer, dass sie niemals auf die Idee kommen konnten, dass ich in die Hauptschule muss. Okay, die andere Sache ist, stellt euch vor, an diesem gleichen Tag kommt die Nachricht und wird offensichtlich, dass ich meine Eltern bestohlen habe, meine Oma bestohlen habe, meine Geschwister bestohlen habe, und das kommt alles an einem Tag zusammen. Und ich kann euch sagen, die Dinge, die ich euch erzähle, das sind nur ein paar auserlesene Sachen. Und meine Eltern kommen an diesem Tag in mein Zimmer und sie reißen alle Schränke auf und hauen alles, was in den Schränken ist, in mein Zimmer rein. Und dabei entdecken sie Dinge, die sie hätten lieber niemals entdecken sollen. Und an diesem Punkt, wo meine Eltern alles in mein Zimmer geschmissen haben und so einen richtigen Berg voller Müll war, brechen meine Eltern zusammen und fangen an zu weinen. Und ich glaube, sie haben das gemacht, weil sie einfach nicht mehr wussten, wie es mit mir weitergehen soll, was sie mit mir noch anfangen sollen und wie überhaupt irgendwas weitergehen kann. Und stellt euch vor, ich bin in diesem Zimmer und ich sehe diesen Berg, ich sehe meine Eltern, die zusammengebrochen sind und die dann gehen und mich allein lassen. Und wisst ihr, an diesem Punkt wusste ich irgendwie, dass ich vor einer Kreuzung stehe und dass ich jetzt dran bin, eine Entscheidung zu treffen. Und das erste Mal ist mir bewusst geworden, dass ich verantwortlich bin für diesen Berg von Müll, der da in meinem Zimmer liegt. Ich habe die ganze Zeit viele dumme Dinge getan, viele blöde Entscheidungen getroffen, aber mir ist nie bewusst geworden, dass ich einen Teil daran habe, dass ich nicht die Schuld immer auf alle anderen schieben kann, sondern dass ich das, ich sag mal, verbockt habe. Meine Eltern waren christlich erzogen und haben mich auch christlich erzogen irgendwie. Und ich wusste also von Jesus. Und an dieser Stelle wusste ich stehe an der Kreuzung und ich habe mich an Jesus erinnert. Und dann war ich mutig und habe gesagt: Jesus, du siehst gerade, wie mir es geht. Hier ist alles kaputt, hier ist alles fertig. Ich weiß nicht, wie es weitergeht. Ich weiß nicht, wie es weitergeht in der Schule. Ich weiß nicht, wie es weitergeht mit meinen Eltern. Ich weiß nicht, wie es weitergeht mit all den ganzen anderen Sachen, die noch am Laufen waren. Und ich sagte: Jesus, ich kann es nicht mehr. Ich kann dieses Leben nicht mehr leben. Es ist vorbei, es ist aus. Ich weiß nicht, was ich tun kann. Aber ich gebe dir alles. Ich gebe dir alles hin. Ich gebe dir diesen Haufen hin. Ich gebe dir mein Leben hin. Und ich vertraue dir, dass du daraus was machst. Und wisst ihr, ich möchte dich hiervon nichts überzeugen, aber ich möchte bezeugen, was mir passiert ist. Und wo ich das gesagt habe, da habe ich gespürt, dass jemand in diesem Zimmer ist, obwohl keiner da drin war. Und dass jemand seine Hände auf meine Schultern gelegt hat. Und ich musste weinen, einfach nur noch weinen. Und ich habe mich an dem Punkt in mein Bett gelegt und ich wusste, da ist jemand da, der hat sich dazugesetzt. Und ich hatte keine Lust mehr auf mein Leben. Und viele Leute haben mir gesagt: Guck dir mal den Kerl an, schon wie der guckt. Ich habe echt fies geguckt. Ich konnte niemand leiden. Ich konnte nichts mehr leiden. Und ich bin an dem nächsten Morgen aufgestanden und ich wusste, mir ist was passiert. Ich bin nicht mehr der, der ich war. Und ich habe in den Spiegel geschaut und ich habe gemerkt, irgendwie hat sich selbst mein Blick gelockert. Es war komplett anders. Und das, was ich euch sagen möchte, ist, dass Jesus mir gezeigt hat, was er aus einem kaputten Leben machen kann.
das, was Jesus dann gemacht hat, ist so krass und heftig gewesen, dass die Leute in meinem Ort heute noch davon sprechen. Dass Lehrer in der Klasse, wo ich war, heute noch davon wissen. Denn Gott hat es geschenkt, sagt es euch mal so, stellt euch vor, ich war wirklich schlecht in der Schule. Ich habe mit mir abgeschlossen und alles. Und ich weiß noch, ich bekomme die erste Arbeit wieder und es war in Physik. Und der Lehrer legt mir das auf den Tisch und ich gucke da drauf und da steht eine 1 drauf. Und ich denke, Herr, was hat er jetzt mich verwechselt? Niemals habe ich eine 1 geschrieben. Und ich gucke nochmal hin und sehe, steht mein Name drauf. Und ich habe das nicht zusammengekriegt, dass ich eine 1 schreiben kann. Und wisst ihr, innerhalb dieses Jahres noch, am Ende des Jahres, hatte ich einen Durchschnitt von 1,4. Wisst ihr, das ist der Hammer. Das ist der Hammer. Und Gott hat mir gezeigt, dass er es vermag, sich um mein Leben zu kümmern. Und er hat in allen Bereichen, wo ich wirklich kaputt war und wo Zerbruch war, hat er eingegriffen und hat das alles neu gemacht. Und wisst ihr, das war der Punkt, wo ich gesagt habe, ich gebe ihm mein ganzes Leben. Ich gebe ihm mein ganzes Leben. Ich habe das vorher schon gemacht, aber ich lebe mein ganzes Leben mit ihm, denn er ist der Hammer. Und seitdem erlebe ich Jesus. Ich erlebe ihn. Nicht als Theorie, nicht als Gefühl, nicht als irgendeinen Gedanken, sondern als lebendige Person, die mein Leben eingegriffen hat und die heute noch eingreift. Ich habe erlebt, dass all die Dinge, die in diesem Buch stehen, in der Bibel stehen, wirklich wahr sind. Dass es möglich ist, dass es wirklich möglich ist, dass Wunder möglich sind und dass Glaube lebendig ist. Und wisst ihr, heute stehe ich hier und kann diese Botschaft von diesem lebendigen Gott euch weitergeben. Und ich freue mich darüber, weil es ist das Beste, was ich euch geben kann. Wenn wir diesen Vers anschauen, Matthäus 28, Vers 19, seht ihr vielleicht, dass davon dran steht, darum geht hin und mache zu Jüngern alle Völker. Und wenn da so ein Wort steht wie darum, heißt es meistens, dass sich dieser Vers auf einen Vers bezieht, der davor steht. Und es ist auch bei dem so, Jonathan, ich kann es mal die nächste Folie machen, davor steht nämlich, und Jesus trat herzu und sprach zu ihnen, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel wie auf Erden. Und deshalb geht hin in alle Welt, verkündet das Evangelium, macht sie Jünger, tauft sie, lehret sie und ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Merkt ihr was? Hier gibt es einen Unterschied. Wir gehen nicht los und wir sollen nicht glauben, wir sollen nicht machen, weil der Papst es gesagt hat, der Pastor es gesagt hat, der Jugendreferent es gesagt hat, irgendjemand gesagt hat, sondern wir können gehen und wir können glauben und wir können den Glauben leben, weil Jesus hinter uns steht. Und ihm ist gegeben alle Macht und Gewalt im Himmel wie auf Erden. Und er wird bei uns sein alle Tage bis an der Weltende. Wisst ihr, an dieser Stelle gibt es zwei Arten von Glauben. Die eine Art von Glauben, sage ich mal, ist ein Glaube, der ist hinter einer Glasvitrine versteckt. Ein Glaube, der ist nicht anfassbar, den kann man nicht anfassen. Ein Glaube, der eine Theorie ist. Und wenn man diesen Glaube lebt, dann ist die Folge davon, dass es keine Veränderung gibt. Dass man so irgendwie Glaube lebt, aber es verändert sich nichts. Und dann gibt es einen anderen Glauben. Und das ist der Glaube an den lebendigen Jesus. Den Glauben an eine Person von Jesus Christus, die lebt. Ein Glaube, der anfassbar ist. Ein Glaube, der erlebbar ist, der heute erlebbar ist. Ein Glaube, der bestätigt, was in diesem Wort steht. Und wisst ihr, egal was heute geschieht, ich werde keinen taufen in diesen Glauben hinein. Denn dieser Glaube, was dabei rauskommt, ist nichts als Tod. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben und keiner kommt zum Vater denn durch mich. Und Jesus sagt, ich habe das Leben in Fülle. Und der Glaube, in dem Jesus steht, in dem Jesus der Mittelpunkt ist, der führt zum Leben. Und für diesen Glauben mache ich heute Werbung. Und da dieser Glaube praktisch ist, erlebbar ist, möchte ich euch auch natürlich die Möglichkeit geben, um zu erfahren, wie kann ich diesen Glauben leben? Wie komme ich da rein? Ja, wie komme ich da rein? Wenn du heute dabei bist und irgendeine Glauben, Art von Glauben lebst und du hast dich nicht verändert und du veränderst dich nicht und du erlebst Gott nicht, dann gebe ich dir den Tipp, dann überleg mal, welchen Glauben du hast von den beiden
ob du wirklich an den lebendigen Jesus glaubst, ob wirklich der lebendige Jesus hinter dir steht. Und ich möchte dir heute die Möglichkeit geben und die Chance geben, diesen lebendigen Jesus kennenzulernen. Denn ich bin überzeugt davon, ja, dass er es vermag, aus kaputten Ganzen zu machen. Dass er es vermag, aus Trümmern und Scherben Schönheit zu machen. Und dass er jedes Leben auf die Reihe bekommt, egal wie schlimm es ist. Und das bezeuge ich heute. Dieser Jesus existiert. Und ich stelle ihn euch vor. Ich habe die Frage gestellt, wie kommt man in so einen Glauben rein? Es gibt in der Bibel ein Buch, das heißt Apostelgeschichte. Und dieses Buch beschreibt im Prinzip das Leben der ersten Christen. Und das Interessante ist, es beschreibt auch, wie die ersten Christen Jünger gemacht haben. Es beschreibt die erste Predigt, die überhaupt jemals gepredigt worden ist, und die Reaktion der Leute darauf. Und das möchte ich euch mal zeigen. Der erste, der diese Predigt gehalten hat, war Petrus, einer von den Jüngern von Jesus. Und da steht, was sie von Petrus hörten, traf sie ins Herz. Und sie fragten ihn und die anderen Apostel, hey Brüder, was sollen wir tun? Und Petrus sagte, kehrt euch ab von euren Sünden und wendet euch Gott zu. Also ich habe gefragt, wie kommen wir in diesen Lebensstil mit Jesus, mit einem Glauben, der Power hat und der lebendig ist? Und das Erste, was wir hier erfahren ist, was Petrus gesagt hat, kehrt euch ab von euren Sünden und wendet euch Gott zu. Das Wort, was dahinter steht, ist Buße. Buße. Und Buße, das allererste, was bei Buße dazugehört, ist das Ding, dass wir verstehen, irgendwas in unserem Leben ist schiefgelaufen. Ja, da gibt es also irgendwas in unserem Leben, das ist kaputt gegangen, das ist krachen gegangen. Wie bei mir, ja, eine Erkenntnis davon, dass es dann Haufen gibt voller Müll, wofür ich verantwortlich bin. Sünde ist ein altes deutsches Wort, was wir überhaupt nicht mehr gern hören. Aber letztendlich ist Sünde ganz einfach zu erklären. Denn Sünde ging los mit Adam und Eva und der Grundgedanke von Sünde ist, ich krieg mein Leben hin ohne Gott. Ich kann leben ohne Gott. Aber wisst ihr, in der Bibel steht, dass Gott das Leben ist. Dass Gott das Leben selbst ist. Dass Gott Liebe ist und dass Gott absolut gut ist. Und stellt euch mal vor, wenn ihr euch entscheidet, ihr kriegt das ohne Gott hin, sagt ihr gleichzeitig, ich krieg das hin ohne Liebe. Ich krieg das hin ohne Leben. Ich krieg das hin ohne diesen Guten. Wenn Sünde Rebellion gegen Gott ist, ja, dann heißt es gleichzeitig, wenn ihr euch von Gott absondert, dass ihr gegen das Leben selbst rebelliert, dass ihr euch von dem Leben selbst abwendet. Und wisst ihr, das hat eine Konsequenz. Denn da, wo ich mich von Gott abwende und mich vom Leben abwende, von seiner Liebe abwende, da geht was kaputt in mir und in meinem Umfeld. Und das Ganze nennt man Sünde. So, die Sünde ist eine schwierige Sache, ja. Aber wisst ihr, das Ganze heißt die frohe Botschaft und die gute Nachricht. Und wisst ihr, was die gute Nachricht ist? Dass wir nicht in diesem Dreck stehen bleiben müssen. Dass wir nicht in dieser Sünde bleiben müssen. Denn Buße heißt, Sünde erkennen und sehen und sagen, okay, aber ich drehe mich weg von dieser Sünde, ich drehe mich weg von dem und ich wende mich Gott zu. Und wisst ihr was? An dieser Stelle beginnt die beste Nachricht eures Lebens. Denn da steht nämlich, und da kommt zum Tragen, dass egal wie euer Leben gerade aussieht, dass egal wie stark die Sünde ist, egal wie dreckig das Wasser ist bei euch, egal wie viel Müll da ist, eine Umkehr da ist und Gott sagt, ist kein Problem für mich, es ist kein Problem für mich. Und an dieser Stelle, da gibt es ja immer wieder Leute, die sagen, ach ja, so einfach ist es also, ja. Muss ich also, egal was ich gemacht habe, gehe ich einmal zu Gott und fertig. Wisst ihr, was die Wahrheit ist? Es ist überhaupt nicht einfach. Und wisst ihr, weshalb das nicht einfach ist? Weil es etwas gekostet hat, damit es so einfach ist. Und das erkläre ich euch mal ganz kurz, weil das ist super wichtig. Hier, habt ihr vielleicht noch nicht gesehen, stehen ein paar Buchstaben auf dem Boden und das heißt Gnade. Und damit hat das was zu tun. Ich mache es mal ganz, ganz, ganz einfach und ganz kurz. Stellt euch vor, guckt euch mal das Kreuz an. Und Gott ist gleichzeitig heilig. Er ist absolut heilig. Ja? Und heilig heißt, er hat überhaupt nichts zu tun mit Sünde. Und heilig heißt, wenn Sünde auf Gott trifft, dann setzt seine Heiligkeit immer seinen Zorn frei. Und sein Zorn heißt immer, dass auf Sünde Tod steht. Immer.
Ja? Da, wo wir nur was Kleines falsch machen und uns mit Gott einlassen, wird sein Zorn freigesetzt. Klingt grausam, ja? Aber gleichzeitig ist Gott absolut Liebe. Ihr seid seine Kinder, ja? Ihr seid seine Kinder. Und wenn Gott euch sieht, hat er euch super, super lieb. Und er kann gar nicht aufhören, an euch zu denken. Und er möchte euch lieben. Aber wisst ihr, Gott ist kein Typ, der sagt, hey, heute bin ich mal heilig und morgen bin ich mal freundlich. Heute bin ich mal streng, morgen bin ich mal liebevoll. Wisst ihr, in der Bibel steht, Gott ist immer der Gleiche. Immer der Gleiche. Es gibt keine Veränderung in seinem Wesen. Das heißt, er ist immer volle Kanne heilig, volle Kanne liebevoll, volle Kanne freundlich, volle Kanne streng. Immer gleichzeitig. Und merkt ihr, jetzt gibt es nämlich ein richtiges Problem. Schaut euch das Kreuz an. Stellt euch vor, auf der einen Seite des Kreuzes, da steht Gottes Heiligkeit, das Zorn freisetzt, ja? Auf der anderen Seite steht Gottes Liebe, die Versöhnung und Vergebung freisetzt. Beides geschieht gleichzeitig. Was ist die Lösung? Ihr habt es wahrscheinlich schon super oft gehört. Aber Leute, darum geht's. Die Lösung ist, dass es ein Opfer gebraucht hat. Ja? Dass er seinen Sohn in die Mitte reingestellt hat. Und dass sein Sohn volle Kanne seinen Zorn abgekriegt hat, damit wir volle Kanne die Liebe abbekommen. Das ist abgefahren. Ja? Und letztendlich heißt das Gnade. Das bedeutet, dass wir unseren Dreck im Leben sehen, dass wir sehen, dass unser Leben kaputt ist und wir eigentlich es selbst verbockt haben. Aber wenn wir zu Gott gehen und zu Jesus schauen, dann sagt er, okay, eigentlich hättest du sterben müssen, aber ich habe es für dich gemacht. Und deshalb bekommst du dieses neue Leben. Absolut, absolut unverdient. Du kannst nichts dazu tun und das heißt Gnade. Leute, es ist der Hammer. Ja? Ich musste, als ich damals an dieser Stelle saß und diesen ganzen Kram von mir gesehen habe, Gott hat es einfach weggenommen. Ich musste nicht fünf Gebete oder irgendwas sprechen. Ich habe keine Ahnung, was Leute, auf welche Ideen Leute kommen, was man tun muss. Ja? Jesus ist gestorben und in der Bibel steht, er hat alles getragen. Alle Strafe lag auf ihm. Absolut unverdient. Das ist der erste Schritt. Ja? Der erste Schritt. Nämlich sehen, in welchem Schlamassel man eigentlich steckt, weil man von Gott weggegangen ist. Aber gleichzeitig merken, ja, dass Jesus dafür gesorgt hat komplett, dass dieses Schlamassel aufhören kann. Absolut unverdient. Der nächste Schritt steht hier. Kehrt euch ab von euren Sünden und wendet euch Gott zu. Und jetzt kommt's. Lasst euch alle taufen im Namen von Jesus Christus. Lasst euch taufen. Ist der nächste, was dann kommt. Ich möchte mit euch mal die Taufe anschauen. Da wird uns auch klar, warum die Taufe der nächste Schritt ist. Jonathan, kannst du mal die nächste Folie machen? Ein ganz wichtiger Vers für die Taufe steht in Römer 6, Vers 4 und 5. Da geht's los und da steht, denn durch die Taufe sind wir mit Christus gestorben und begraben. Denn durch die Taufe sind wir mit Christus gestorben und begraben. Stellt euch mal vor, die Taufe ist im Prinzip die Entscheidung, dass du das, was Jesus für dich getan hat, dass Jesus für dich am Kreuz gestorben ist, dass du diese Entscheidung absolut annimmst. Und sagst im Prinzip, Jesus, dieses alte Leben, was ich kaputt gemacht habe, all die Scherben, die bringe ich zu dir ans Kreuz. Und Jesus sagt, okay, alles klar, ich nagel es mit mir ans Kreuz. Ja? Wir werden im Prinzip mit Jesus getötet. Und wisst ihr, jemand, der tot ist, muss begraben werden. Und begraben wird man wo? In der Taufe. In diesem Wasser. Wisst ihr, das ist eine ganz, ganz wichtige Sache bei Taufe. Die Taufe bedeutet also, dass dieser alte Mensch, dass dieses alte, kaputte, schrottige, was ich wirklich verkackt habe im Leben, hier ertränkt wird. Es wird absolut ertränkt. Ja? Es gibt eine andere Stelle in der Bibel, da steht drin, die Anklageschrift, die gegen uns verfasst worden ist, die wird zerrissen. Wenn es also eine Akte gegeben hat über euch, wo all die fiesen Sachen drin stehen, dann wird Gott nicht nur die Akte zuklappen, sondern er wird sie schreddern. Und ab jetzt existiert er nicht mehr. Paulus hat mal gesagt, ein Apostel, einen Toten kann man nicht anklagen. Wenn du also ertränkt bist in diesem Wasser, dann kann man dich nicht mehr anklagen. Dieses Alte ist vorbei. Das ist Hammer, oder?
Das ist jetzt der nächste Schritt. Also nochmal, ich fasse mal zusammen. Also erstens, es geht darum, zu sehen, wo man steht. Auch zu sehen, dass man selber einen Teil dazu beigetragen hat, wo man steht. Davon wegzugehen, aktiv zu Gott zu gehen. Eine Entscheidung zu treffen, sich der Herrschaft von Jesus zu unterstellen. Den Tod am Kreuz für sich anzunehmen. Und sich damit das alte Wesen begraben lassen. Paulus schreibt auch, es ist so, als wenn das alte Wesen abgetrennt wird von uns. Es ist nicht mehr da, es bleibt in diesem Taufbecken liegen. Und jetzt kommt's. Und jetzt kommt noch ein dritter Schritt. Und den finde ich auch super, super wichtig. Denn bis jetzt sind wir ja tot, oder? Bis jetzt liegen wir ja noch im Taufbecken und der alte Mensch ist gestorben. Aber wir wollen leben. Und Jesus sagt zu uns, er hat Leben in Fülle. Und jetzt geht's auch weiter. Und zwar steht es da. Und genauso wie Christus durch die herrliche Macht des Vaters von den Toten auferstanden ist, so können auch wir jetzt ein neues Leben führen. Da wir in seinem Tod mit ihm verbunden sind, werden wir auch in der Auferstehung mit ihm verbunden sein. Ha, klingt manchmal ein bisschen komisch und krass, wenn es der Paulus schreibt, aber letztendlich steht da, wenn so wie Jesus ja durch die Kraft des Heiligen Geistes, durch Gottes Kraft auferstanden ist, wird Gott auch dafür sorgen, dass wir aus diesen Taufbecken auferstehen können. Und es wird genau beschrieben in Römer 1, Vers 4, wer nachschauen will. Da steht nämlich, dass die mächtige Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat, der Heilige Geist ist. Und diese Kraft sorgt auch dafür, dass ihr zu einem neuen Leben kommt. Leute, das ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Denn wisst ihr, was da drin steckt? Ihr kehrt um, ihr kommt zu Jesus, ihr trefft eine Entscheidung. Jesus sorgt dafür, dass das Alte weg ist. Absolut unverdient. Und jetzt kommt's. Und jetzt bekommt ihr eine neue Ausrüstung. In euch legt Gott Gottes Kraft. Ab jetzt bekommt ihr eine Macht, eine Vollmacht, eine Kraft in euch, die ihr vorher nicht hattet. So, wenn jetzt hier Leute dabei sind, die keine Christen sind, ich sage euch mal was ganz Tolles. Wir Christen sind absolut übernatürlich. Denn in uns Christen lebt die Kraft Gottes, in uns lebt der Heilige Geist. Also ab jetzt spart euch eure Kinobesuche, ja. Ihr braucht ja keine Fantasy-Filme mehr oder irgendwas anschauen, sondern kommt in die Gemeinden. Ja, da seht ihr die absolut übernatürliche Leute, wirklich, es ist so. Da drin steckt eine ganz, ganz große, krasse Wahrheit und es ist wirklich so, ja. Denn wie wir absolut unverdient und nicht aus unserer Kraft gerettet werden, können wir in diesem neuen Leben, müssen wir auch nicht mehr mit unserer Kraft hantieren, mit unserer Leistung kommen, mit unserer Gerechtigkeit kommen und all die ganzen Sachen, sondern Gott sagt, im neuen Bund bekommst du meine Kraft, Gottes Geist. Ja? Und das wird dir nach passieren, wenn ihr getauft werdet, wenn die Leute hier getauft werden. Und ich freue mich darüber. Das war jetzt das Evangelium in Kurzfassung. Ich fasse es für euch nochmal zusammen. Also, die Frage war also, wie komme ich zu diesem lebendigen Glauben? Ja? Zu diesem Leben mit Jesus, was echt ist, was anfassbar ist, wo wirklich was passiert, was wirklich Veränderung bringt. Sache Nummer eins, checken, wo ich stehe. Und mir klar werden, dass ich immer dazu einen Teil beigetragen habe, dass ich da stehe und dass was kaputt gegangen ist. Aber jetzt kommt die frohe Botschaft. Ihr müsst nicht da stehen bleiben, ihr könnt euch davon abwenden und Gott zuwenden. Und Jesus hat dafür alles getan, dass dieser Schrott von euch weggetan wird. Absolut unverdient. Das nächste, lasst euch taufen. Damit es ganz klar wird, dass auch wirklich dieses alte, totes, abgetrenntes begraben wird. Und lasst euch ausrüsten mit der Kraft Gottes, die ab jetzt euch befähigt, ein Leben in Kraft und Vollmacht zu leben. Ein Leben zu leben, das Power hat. Das einen Unterschied macht. Viele von euch schauen noch so ungläubig. Aber wisst ihr was? Ich möchte euch nicht überzeugen und ich kann euch nicht überzeugen. Aber ich habe das erlebt und ich erlebe es immer wieder. Und ich erlebe, wie Jesus Leben verändert. Und wenn du heute hier dabei bist und dein Leben kaputt ist oder dein Glaube Theorie ist, dann hast du heute die Möglichkeit, das zu verändern. Denn heute werden sich nicht nur 11 Leute taufen lassen, die
die ich vorher schon kannte, sondern wir haben ganz bewusst heute die Möglichkeit gegeben, dass du heute an diesem Tag eine Entscheidung treffen kannst für Jesus. Und dass du dich heute in diesem Gottesdienst taufen kannst, obwohl du dich nicht angemeldet hast. Wir haben dafür gesorgt, dass es für jeden Badeklamotten gibt. Wir haben Badeklamotten in verschiedensten Größen da. Und wenn dir Gott heute auf dem Herz legt, dass es dran ist, mit ihm ein Leben zu beginnen, mit Jesus ein Leben zu beginnen, dass es dran ist, in seiner Kraft und Power zu leben, dass es dran ist, Theorie hinter dir zu lassen, dann komm heute nach vorn, du darfst dich entscheiden, hier dich heute taufen zu lassen und ein neues Leben zu beginnen mit Jesus. Und das ist der Hammer. Und das sage ich euch wirklich, es ist mein Ernst, es ist das beste Angebot, was ich euch machen kann. Es ist das beste Angebot. Und jetzt zur Abfolge. Zuallererst werden wir jetzt gleich die Täuflinge nach vorn holen, die vorher mit mir schon gesprochen haben, und die werden Taufzeugnis geben und sie werden dann ins Taufbecken steigen. Und in dieser Zeit wird es hier, jetzt brauche ich euch, die Heike geben und den Ralf geben, die hier vorne stehen. Und wenn euch Gott aufs Herz legt und ihr euch klar wird, hey, das ist mein Aufruf, es ist heute für mich dran, diesen Schritt zu gehen, dann geht auf die beiden zu, die werden euch dann nach unten begleiten, da gibt es Umziehräume, heißt das so? Ja, okay. Und sie haben dann verschiedene Badesachen und so, die dürft ihr dann anziehen und dürft hier hochkommen und dann dürft ihr euch taufen lassen. Ich werde euch dann hier taufen. Leute, das ist der Hammer.